Marathon war für mich nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick. Als junger Athlet habe ich immer vermutet, dass ich mal über 5 oder 10.000 Meter bei den Olympischen Spielen am Start sein werde. Mit Mitte 20 habe ich dann doch realisiert, dass vielleicht da auch ein Umdenken stattfinden muss und ich was Neues für mich auch ausprobieren muss. Und das hat mich dann letzten Endes zur längsten olympischen Laufdisziplin geführt und letztlich auch nach Rio. Marathon stellt für mich die ultimative Herausforderung dar, zwei sehr gegensätzliche Pole, nämlich Ausdauer und Geschwindigkeit, perfekt zu kombinieren. Wenn wir es von meiner Bestzeit ausgehen, die bei 2 Stunden 12,50 liegt, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit knapp über 19 km/h liegt und das ist so die Herausforderung, die das Training auch darstellt. Ja, wie bei vielen anderen Kids, denke ich, schaut man natürlich auch so, was die Eltern einem vorleben. Und mein Vater ist wie viele andere Menschen nach der Arbeit immer laufen gegangen. Also hat es auch nicht lange gedauert, bis ich dann mal gefragt habe, ob er mich mal mitnehmen kann. Und das hat mir auch relativ schnell so viel Spaß gemacht, dass meine Eltern mich dann auch in einem Leichtathletikverein angemeldet haben. Laufen im Allgemeinen ist für mich einfach wahnsinnig eine wahnsinnig flexible Sportart, die sowohl sehr abwechslungsreich ist, also man kann natürlich im Stadion laufen, man kann natürlich an Straßenlaufwettbewerben teilnehmen, man kann aber auch in den Bergen laufen, Trailrunning, und es ist einfach so, dass man kaum Equipment braucht. Letzten Endes ist es so, du ziehst deine Laufschuhe an und gehst vor die Haustür und kannst loslegen, und das kannst du überall machen, von zu Hause, das kannst du auf Geschäftsreise machen, das kannst du im Urlaub machen, und deswegen kann ich das, glaube ich, jedem sehr guten Gewissens ans Herz legen. Ich glaube, jeder, der ein Runner's High erlebt hat, weiß es in dem Moment, in dem es einfach passiert. Es ist das Gefühl von absoluter Leichtigkeit, von diesem Gefühl zu fliegen und gleichzeitig diesem Ausstoß von Glücksgefühlen kann sich auch keiner entziehen. Es ist, glaube ich, schwer herbeizuführen, es passiert einfach. Bei mir ist es auch oft so, dass es jetzt tatsächlich auch mit einer gewissen Geschwindigkeit zu tun hat. Es ist nicht so, dass es bei den ganz lockeren Läufen passiert, es ist auch nicht so, dass es bei den ganz harten Läufen passiert. Aber es muss schon eine anspruchsvolle Einheit sein und man verliert sich dann auch letzten Endes komplett in Zeit und Raum und hat das Gefühl, man könnte endlos weiterlaufen. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass es eben explizit nicht nur für Läufer ist, sondern vielleicht auch noch für Läufer oder für Menschen, die noch Läufer werden wollen oder können. Es ist natürlich für den interessierten Läufer sicherlich spannend zu sehen, was mein Training beinhaltet, wie so das Leben eines Laufprofis im 21. Jahrhundert aussieht. Aber ich glaube, es ist auch gerade durch die Schilderungen und das Umgehen mit den Rückschlägen, glaube ich, interessant für Leute, die einfach allgemein Sport interessiert sind. Und ich denke, wenn das Feedback jetzt letzten Endes so aussehen wird, dass Menschen daraus einen Mehrwert für sich ziehen können, dann würde mich das sehr glücklich machen. Ich glaube, man muss sich einfach immer vor Augen führen, dass das über die Schwelle schreiten der schwierigste Punkt ist im Training. Also auch ich habe Tage, an denen ich einfach platt bin, an denen ich jetzt nicht wahnsinnig motiviert bin. Und es hilft, sich natürlich mit anderen Leuten zu verabreden. Ich bin sehr froh, dass ich eine tolle Trainingsgruppe habe. Und es geht einem nach dem Training zu 99,9% besser als davor. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch in der Lage ist, einen Marathonlaufen zu bewältigen, wenn er sich die Zeit nimmt, den entsprechend vorzubereiten. Das Problem heute ist oft, dass die Menschen für sich natürlich das Ziel haben, Marathon zu laufen, aber das dann in 3 Monaten machen wollen. Wenn man jetzt vorher vielleicht nicht den läuferischen Background hat,
ist es jetzt nicht unmöglich, das zu schaffen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das dann Spaß machen wird und man danach nicht möglicherweise irgendeine Verletzung riskiert, ist relativ gering. Also ich würde einen Marathon für sich laufen zu wollen als langfristiges Projekt sehen und mindestens mal ein Jahr Training dafür einplanen. Ich glaube, dass Laufen nach wie vor hip ist und ich sehe auch nicht, dass dieser Trend abflacht. Laufen ist gerne mal verschrien als Einzelsport, das kann ich so nicht unterstützen. Ich laufe selten alleine und viel mit anderen zusammen. Wie bei mir jetzt vielleicht im Profibereich mit meiner Trainingsgruppe gibt es auch viele Menschen, die sich zum Beispiel zusammen auf ein Marathon-Event vorbereiten wollen und das auch als Happening für ein ganzes Wochenende erfahren. Und die Nachfrage wird eher mehr, weil Marathons jetzt vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr nur in den Großstädten stattfinden, sondern auch mehr und mehr in bergigere Gegenden verlagert werden, in trailigere Rennen werden und die vielleicht der Abenteuercharakter dadurch auch noch ein bisschen größer wird. In Deutschland wird Erfolg honoriert und gefördert. Und das ist wichtig und richtig. Aus meiner Erfahrung ist es aber auch so, dass Leute, die es schon nach oben geschafft haben, nicht unbedingt auf staatliche Förderung angewiesen sind, weil sie ihren Erfolg zu Kapital machen können. Ich finde es viel wichtiger zu schauen, dass Nachwuchsathleten, die sich eben auch in der heutigen Zeit logischerweise einer dualen Karriere widmen, sprich nebenher noch studieren oder eine Ausbildung verfolgen, in dem Maße gefördert werden, dass sie es schaffen, diese zwei, sagen wir mal, Leben, die man parallel führt, so zu schaffen, dass sie das ohne Existenzängste machen können und sich dann, wenn sie eine Ausbildung abgeschlossen haben, vielleicht auch noch ein paar Jahre voll auf ihren Sport konzentrieren können. Das war damals tatsächlich so ein bisschen wie die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen und wir konnten auch letzten Endes nicht genau sagen, dass es diese oder jene Ursache war. Ich denke, dass es eher eine Kombination aus verschiedenen eher ungünstigen Rahmenbedingungen war. Da zählt auf jeden Fall auch die nicht ganz so optimalen Witterungsbedingungen dazu. Ich denke, ich habe das soweit abgehakt und verarbeitet und aber auch als Teil begriffen, der nun mal in so einer extremen Disziplin wie Marathon passieren kann. Es ist nun mal ein Unterschied, ob man 10 Kilometer oder einen Marathon absolut am Limit läuft und in Ausnahmefällen kann halt auch passieren, dass dir dein Körper dann einfach mal den Stecker zieht und die Konsequenz daraus wäre zu sagen, um das zu vermeiden, dass man das eben nicht mehr macht und da ich aber immer noch ausloten möchte, wo meine persönlichen Leistungslimits liegen, werde ich das auch zukünftig im Worst Case in Kauf nehmen. Die internationalen Olympianormen sind seit einigen Monaten bekannt. Das bedeutet für mich, dass die Norm bei 2 Stunden 11 und 30 Sekunden liegt, also knapp anderthalb Minuten schneller als meine Bestzeit. Dementsprechend ist die Frage relativ simpel. Nachdem ich in Tokio auch gerne dabei sein möchte, wird das Ziel für den Herbst auf jeden Fall diese Zeit sein. Das ist auf jeden Fall ein gutes Stück schneller als meine Bestzeit, ist aber auch nichts, was wir nicht damals schon vor 2 Jahren probieren wollten und auch von den Trainingsleistungen nicht, sagen wir mal, realistisch gewesen wäre, sondern ich denke, dass wir das jetzt dann versuchen werden, diesen Herbst endlich auf die Straße zu bringen.